Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende dieser wunderbaren Tagung und trotzdem möchte ich Sie auch nochmal herzlich willkommen heißen. Vielen Dank auch für die Einladung von mir und vielen Dank auch für die ganz spannenden Beiträge, die wir schon gehört haben. Ich selbst darf Ihnen jetzt von unserem Projekt berichten, von dem Projekt 60 Jahre Hamburger Flut. Und wenn ich sage wir, dann sind das meine Kolleginnen und Kollegen von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 ereignete sich die Sturmflutkatastrophe. Dieses Jahr jährte sich diese Katastrophe, die Sturmflutkatastrophe, zum 60. Mal. Sie ist die größte Flutkatastrophe, die die Hansestadt im 20. Jahrhundert erlebt hat. Und damit ist sie auch heute noch ganz tief im Gedächtnis der Hamburgerinnen und Hamburger verankert. Aus diesem Anlass hat die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung das Twitter-Projekt 60 Jahre Hamburger Flut initiiert. Hierbei haben wir die Abläufe und die Zusammenhänge der Flutkatastrophe erstmals in Echtzeit nachgezeichnet und machten so Zeit als Gegenstand der Geschichte erlebbar. Wie aber ließ sich das Projekt jetzt realisieren und warum eigentlich ausgerechnet Twitter? Für mich als Public Historian war ganz klar, zu diesem regionalgeschichtlichen Anlass und auch zu dem Schmidt-Thema natürlich, da müssen wir was machen, da müssen wir ein Vermittlungsangebot schaffen. Und ganz wichtig waren uns drei Punkte und die ersten zwei werden Sie jetzt ganz bestimmt nicht überraschen, also natürlich Wissen vermitteln und Partizipation und aktive Teilnahme fördern. Für mich ganz besonders wichtig war aber auch Zugänge schaffen zu Originalquellen und Archiven und auch eben die Rolle der Archive in den Vordergrund zu stellen. Dafür bot sich Social Media als Vermittlungskanal an. Inspirierend wirkte für uns das frühere Live-Tweet-Projekt Digital Past, bei dem schon 2015 Historikerinnen und Historiker die letzten Monate des Zweiten Weltkrieges in ähnlicher Form, in sogenannter Twistory, im Twistory-Format abbildeten. In ähnlicher Weise wollten wir nun auch die Flut als stadtgeschichtliches Ereignis mit dem Blick von Historikerinnen nachzeichnen und für die breite Öffentlichkeit erfahrbar machen. Auch bei mir steht es in Anführungsstrichen, wir hatten das Thema heute schon. Außerdem sahen wir hier die Möglichkeit, verschiedene Hamburger Akteurinnen gleichermaßen zu erreichen, aber auch einzubinden. Zum Beispiel Akteurinnen aus der Politik, aus den Rettungsorganisationen, die damals betroffen waren, aber auch heute natürlich für die Stadt arbeiten, sowie Bürgerinnen und Bürger, geschichtsinteressierte Studierende, aber auch Fachkolleginnen. Und wenn man seine Zielgruppe bestimmt, dann möchte man immer sagen, alle und die breite Öffentlichkeit. Und ich glaube, wir haben es tatsächlich getroffen. Und das hat uns am Ende auch die Analyse der Follower gezeigt. Es war wirklich ein ganz breites Spektrum an einer Community. So, und damit stand das Medium also fest, okay, es wird Twitter. Wir begannen dann mit der inhaltlichen Arbeit. Mittels ganz klassisch Literatur und der Sichtung von mehreren hundert Originalakten, die wirklich in Archiven bundesweit zu finden waren. Ein Punkt übrigens, der mich auch sehr überrascht hat, weil ich davon ausging, dass es doch ein sehr regionalgeschichtliches Thema ist. Wir verfassten eine Chronik über die Abläufe, die am Ende weit über 700 Einzeleinträge beinhaltete und im Ergebnis minutiös das Geschehen und Einzelschicksale der Katastrophe wiedergab. Und bei diesen 700 Einzeleinträgen habe ich keinesfalls den Anspruch, dass wir alles abbilden konnten, überhaupt nicht. Aber uns war schon klar, dass unser Projekt, wenn es dann online geht, auch stemmbar sein sollte. Wir mussten uns also die Frage stellen, wie wir den komplexen Ablauf der Flut für die breite Öffentlichkeit verständlich aufbereiten können, ohne den Follower mit der Fülle an Tweets zu überfordern. Daher analysierten wir aus dem Gesamtkonvolut, das wir erarbeitet hatten, etwa 250 Schlüsselmomente, die wir dann zusammen mit den Quellen in Tweets gossen. Nach 9 Monaten sah das Live-Tweet-Projekt im Ergebnis folgendermaßen aus. Ich habe nur eine Auswahl mitgebracht und die Twitter-Adresse sehen Sie also auch da. Sie sind gerne eingeladen, sich das sonst
live anzuschauen. So, und jetzt ist das eine Auswahl, die ich mitgebracht habe. Und ich muss dazu sagen, also von der Idee zum Produkt waren es 9 Monate. Und Sie sehen also ganz klassische Ansicht Twitter. Wir haben natürlich den Namen, wir haben einen extra Projektaccount angelegt. Zum Thema Nachhaltigkeit komme ich noch, aber genau aus dem Grund. Und wir haben versucht, bei jedem Tweet auch eine Quelle mit einzubinden. Die Quellen waren ganz unterschiedlicher Art. Wir wollten eben auch Wissenschaft transparent zeigen und wie spannend das auch sein kann und wie unterschiedlich auch Quellen sein können. Wir haben zum Beispiel handschriftliche Notizen von Helmut Schmidt aus den Krisenstabssitzungen. Wir haben historisches Bildmaterial, aber wir haben auch, und das war mein ganz persönliches Highlight, historische Funksprüche von der Polizei, die eben darlegen, wie man versucht hat, die Menschen von den Dächern zu retten. Und das ist natürlich, das ruft auch Emotionen hervor und hat natürlich auch eine gewisse Dramatik. Der Vorteil zu dem früheren Live-Tweet-Projekt von Digital Past ist, dass wir heute Threads haben. Das heißt, die Kontextualisierung war für uns um ein Vielfaches leichter, weil wir einfach mehr Zeichen zur Verfügung hatten, nicht eben nur diese 280 Zeichen. Manchmal hat es gereicht, manchmal eben nicht, und das war eben auch die Herausforderung, eben die Quellen und den Gesamtablauf ansprechend zu kontextualisieren. Der Zusammenhang zwischen Projekt und Öffentlichkeitsarbeit für den Gesamterfolg von Projekten und so auch bei uns wurde ja auch im Laufe der Tagung gestern schon angesprochen und angeschnitten. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, für unser Projekt, für dieses Twitter-Projekt war die Kommunikationsstrategie neben der inhaltlichen Arbeit ganz entscheidend für den Erfolg. Neben der Projektbewerbung, also das klassische Feld der Öffentlichkeitsarbeit mittels analoger und digitaler Medien, der Koordinierung unserer MedienpartnerInnen und der Interviewtermine waren hier 2 Punkte ganz besonders essentiell. Ich hatte es eben schon kurz angeteasert, also die Sicherung mittels Nachhaltigkeit. Wir haben also einen Twitter-Account, einen Projekt-Account angelegt, der natürlich zur Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung gehört, der aber separat davon geführt wird. Was eben den Vorteil hat, dass dieser Kanal dauerhaft bestehen bleiben wird, auch wenn er aktuell nicht mehr proaktiv bespielt wird. Er wird weiterhin betreut, also immer dann, wenn auch noch Fragen auftauchen, werden sie natürlich entsprechend beantwortet. Auf der anderen Seite haben wir eine Landingpage erstellt auf unserer Website, wo wir eben die Tweets auch noch einmal gespiegelt haben für alle Interessierten, die keinen Twitter-Account haben. Und wir haben auch dort nochmal mittels Informationstexte das Gesamtprojekt kontextualisiert. Ein zweiter Punkt, der sehr essentiell war und wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, die Frage, wie generieren wir eigentlich Follower? Wir hatten ja die Besonderheit, unser Projekt lief ja eine ganz kurze Zeit. Ich hatte gesagt, die Flutkatastrophe ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar. Das war also im Prinzip auch unsere Kernprojektzeit. Und das war schon eine Herausforderung. Wir mussten uns also die Frage stellen, wie können wir mit so kurzer Projektlaufzeit unsere Wunsch-Community erreichen und aufbauen. Wir entschieden uns daher für eine Art Countdown. Der Twitter-Account ging also schon am 15. Januar, das heißt etwa 2 Wochen vorm eigentlichen historischen Ereignis, online. Und wir setzten täglich einen Tweet ab. Das waren ganz unterschiedliche Dinge. Mal waren das historische Wetterdaten, mal haben wir versucht, den damaligen zeitgenössischen politischen Kontext zu umreißen. So konnten wir Interesse generieren und eine Community aufbauen. Schon in den ersten Tagen, und das war auch für uns völlig überraschend, folgten über 800 Followern dem Projekt. Und an der Stelle muss ich einen ganz kleinen Exkurs machen. Wir müssen uns ja immer die Frage stellen, wie definieren wir Erfolg für unser Projekt? Wann sind die Projekte für uns erfolgreich? Und ich hatte ein tolles Team und wir hatten auch wirklich die Möglichkeit, mit 2 PR-Agenturen zusammenzuarbeiten, was ein ganz großer Gewinn war. Aber irgendwann fiel die Frage, Frau Zerwig, wie viele Menschen wollen Sie denn erreichen? Und ich habe, heute weiß ich, ich habe tief gestapelt und habe gesagt, also wenn es 500 sind, die wirklich am Ball bleiben und über 4 Wochen lang dieses Projekt verfolgen, ist das für mich absolut erfolgreich.
Am Ende waren es 5.700 Menschen, die wir mit dem Live-Tweet-Projekt allein auf Twitter erreicht haben. Das Projekt endete also am 28. Februar mit dem letzten Tweet über die vorläufige Kostenaufteilung der Katastrophe und hatte somit eine Gesamtlaufzeit von 4 Wochen. Der Account selbst bleibt auch künftig bestehen und bietet Interessierten die Möglichkeit, in den Tweets nach wie vor hoch und runter zu scrollen. Und der Account bietet auch die Möglichkeit, Archivalien einzusehen und anzuhören und sich über die Flut zu informieren. Besonders wichtig war uns auch, dass wir nicht nur eine einfache Quellenangabe machen, sage ich mal. Also wir haben nicht nur die Archive vermerkt, sondern tatsächlich auch wirklich die Signaturen. Also auch da zu zeigen, wie arbeiten wir eigentlich, Wissenschaft transparent gestalten, das war für uns ein ganz wichtiges Thema. Um auch einen synchronen Austausch zwischen uns und der Community zu ermöglichen, gab es eine Talkrunde auf Twitter Space, wo Fragen zur Flut und zum Projekt selbst gestellt werden konnten. Und das ist auch sehr rege genutzt worden. Das war das erste Mal, dass ich sowas moderiert habe. Es war eine spannende Erfahrung, aber ich glaube, es war auch ganz essentiell für das Projekt, also da nochmal den Raum zu bieten. 60 Jahre Hamburger Sturmflut ist schon innerhalb weniger Tage zu einem regionalen Ereignis mit hohem Medieninteresse geworden. Zu erklären ist diese große Resonanz nicht allein mit dem erinnerungskulturellen und regionalgeschichtlichen Fokus rund um den Jahrestag. Vielmehr ist die niedrige Partizipations- und Aktionshürde des Mediums entscheidend für den Erfolg dieses Projekts. Schon unter den ersten Beiträgen wurden Rückfragen gestellt oder die eigenen Erinnerungen geteilt, auch per E-Mail, was ich ganz spannend fand, weil das ja schon nochmal auch einfach eine größere Aktion fordert. Es wurden auch, also Erinnerungen geschildert, hatte ich gesagt, es wurden auch eigene Dokumente geteilt. Das fand ich auch sehr spannend. Aufgrund der Dramatik und den eigenen Bezug und der kurzen Kernzeit verfolgten zahlreiche Menschen die Tweets auch nachts, likten, retweeteten und schilderten ihre Erfahrungen und teilten eigene Fotos. Das ist eine weitere Herausforderung gewesen, also Segen und Flucht zugleich. Es war eine kurze Kernprojektzeit, aber es war natürlich eine Herausforderung, weil vieles nachts stattfand. Und ich war überrascht und aber ganz positiv, dass eben viele Followerinnen und Follower auch uns nachts verfolgt haben und wirklich dabei waren, als dann die Deiche brachen. Ich möchte noch ein Thema anschneiden. Es steht hier unter Schwächen bei mir, und zwar Medienkompetenz. Digitale Vermittlungsformate, ja, aber ich habe ganz oft erlebt, dass es Menschen an Medienkompetenz fehlt. Und ich glaube, das müssen wir absolut mitdenken. Wir haben mit Absicht den Hashtag HHFlut62 gewählt. Und wir haben auch bei dem Twitter-Namen des Accounts darauf geachtet, dass es klar wird, das ist ein historischer Kanal. Und trotzdem gab es tatsächlich Momente, es gab Follower, die geglaubt haben, das passiert jetzt. Ich muss dazu allerdings sagen, dass zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein Orkan über Hamburg hinwegfegte. Das war natürlich nicht geplant, spielte uns auch in die Karten, aber es sorgte natürlich für Verwirrung, weil die Menschen einfach zum Teil nicht wussten, ist das real oder ist es nicht real. In diesem Sinne wurde der Twitter-Account zu einem virtuellen Ort des gegenseitigen Austauschs zwischen Fachkolleginnen und einer interessierten, digital aktiven Teilöffentlichkeit. Auch wenn ein solches Format einen hohen Moderationsaufwand und die Festlegung einer zumutbaren Nachrichtenfrequenz für die Follower bedarf, kann Twitter eine wertvolle Ergänzung zu etablierten Vermittlungsformaten sein. Denn wir sehen, dass Geschichte als digitales Instrument genutzt wird und gefordert wird. Die Darstellung eines historischen Ereignisses mittels Twitter ist dabei ein Format, durch das infolge von Echtzeitveröffentlichungen historische Ereignisse vergegenwärtigt werden können. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass ich, den Satz müssen wir streichen, der hat sich hier reingemogelt. So, dennoch oder vielleicht gerade aufgrund solcher Beispiele ermöglicht ein solches Projekt die Förderung von geschichtskulturellen Kompetenzen, die Reflexion der gegenwärtigen
eigenen Erinnerungskultur, aber auch natürlich aktuelle Themen sowie eine aktive Partizipation. Vielen Dank.